Herzlich willkommen zum ersten Spiel am Platz 3 zwischen Eden in Blau mit 1170 Units gegen niemand Geringeres außer Blame Elias hier in Rot mit 1100 Units. Also hier so rund 70 Unit Lead für den Angreifer. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Die ganzen Tower natürlich sollten am Anfang nicht geschoben werden. Die defensive Artillerie ist zu stark. Im Tunnel habe ich noch keinen wirklich gesehen. Was sagt hier die Defense? Und die Defense sagt, ja, A und B wird wahrscheinlich fallen gelassen. Das hier oben ist eher so ein Fake. Defense wahrscheinlich. Das ist hier auch ganz, ganz oft antizipiert. Und Sexy Kebab haut hier schon die ersten Spieler um. Ich vermute mit der Bombarde. Wenn ich ganz ehrlich bin, vermute hier drüben mit der Bombarde hat es den einen oder anderen gerupft oder hier oben. Und jetzt wird hier schon von Eden vorgerückt. Und ja, auch C fallen gelassen. Also die Analyse, die wir gebracht haben gerade eben, ne, wie es aufgeht, wie der Bodenverteidiger den Schwerpunkt setzt, trifft ein. Obwohl, jetzt geht es hier doch Richtung C. Mal gucken, wird sich zeigen. Währenddessen natürlich hier Eden im normalen Aufbau. 10 Minuten auf der Uhr, alles im Rahmen. Gleich mit A und B geht das so Richtung 16 Minuten. Und ja, dann muss hier aufgepasst werden. Crow, the Mercenary wird ein bisschen verfolgt, aber nein, kann flüchten. Ist hier drüben noch was? Das könnte man auch versuchen, zu überlegen, zu verteidigen. Hier nochmal Hinweis, Flammenwerfer und Falconettis gebannt. Und dann bin ich mal überlegen, wie sie eigentlich das hier aufschießen. Das müssten sie wirklich mit der Artillerie machen, wie angesprochen. Genauso dieses Teil sollte man mit der Artillerie aufschießen. Artillerie in diesem Spiel verboten. In der CB Rewards allgemein verboten. Und gehen wir mal noch auf die Verteidigerperspektive. Hier oben, ne, so ein Leiter-Push könnte später, ne, kommen, um hier wirklich ein bisschen Pressure zu machen. Ich glaube schon 3 Spieler entlang. Und dann hier in der erste C-Defense. Oh, die C-Defense ist wirklich da. Jetzt wurde hier auch oben C kaputt gemacht. Und ja, da muss man sagen, Misek ist hier schon dabei. Und droppt ein bisschen runter. Die Musketen auf dem Highcloud natürlich mega super stark. Auch Claymores hier drinne, finde ich eine klasse Aktion, dass endlich eine Season 10 Units, also ein bisschen Einzug erhält in den E-Sport. Die sind hier so ein bisschen verschrien. Und ansonsten natürlich Standard. Musketen auf dem Highcloud werden auch gepeat von irgendwelchen Nahkampfklassen. Und der Rest muss jetzt gucken. Oh, Overnight hier, overextended ein bisschen, aber sollte eigentlich davon angegangen werden. Mal gucken, kann hier ein bisschen poken. Theoretisch ist dann ganz immer sinnvoll, ein Langschwert mit drinne zu haben. Aber nein, ihr habt das gesehen. Da kommt der Heal über wahrscheinlich die Fähigkeit von der Wache mit Speer. Und ja, jetzt wird hier erstmal ein bisschen behakt. Und jetzt geht es so Richtung Standard Siege Battle. Ne? Da ist die Frage, wann wird hochgegangen? Richtung hier drüben hat sich nichts verändert. Da ist auch keine Intention da, dass man sich das holt. Das ist persönlich sehr vernünftig, weil der Counter-Push von den Verteidigern doch schon relativ schnell da sein könnte. Ne? Also der Counter-Push ist relativ simpel, auch über den Highground. Jetzt wird hier eine Bombarde gefaked. Und das ist einfach nur ein Fake, wie gesagt, das ist nicht erlaubt. Und ja, von hier oben, wie gesagt, die Musketen mit einem Langschwert für den Poke. Gute Idee. Gute Idee. Finde ich schön, dass hier verteidigt wird und nicht irgendwie wie sonst im E-Sport weiter hinten. Und es gibt aber die Möglichkeit, was die Schwachstelle wäre, der Sneak durch den Tunnel, der wäre möglich. Und es wird hier lang gegangen und guckt euch das an. Hier die ersten Units, die werden natürlich todesgeslowt und todesgepokt. Aber der Go ist da. Der Go ist da. Hier hinten ist nichts. Das wird ja auch ganz gerne mal mit einem Tribok. Der erste Tribok des Spiels fliegt. Wo geht er hin? Ah ja, hier oben. Geht er rein und erwischt eigentlich nichts, ein bisschen Lebenspunkte. Urugai hat hier Senga geholt und die ganzen Spieler sterben hier gerade. Was ist denn hier los? Wo sterben die denn? Wahrscheinlich hier oben. Aha, hier oben. Gleich der Go gemacht Richtung die Base und dann waren natürlich die Kashyyyk am Start. Und aktuell 12 zu 14 Helden. Aber was willst du hier oben machen? Was wird sie oben machen, wenn die Spieler jetzt erstmal cool bleiben? Nicht viel, nicht viel. Die Gegner müssen kommen, der Angreifer muss kommen. Und ja, der nächste Tribok hier am Start. Hier oben gefällt mir ganz, ganz gut hier.
wird mit Eierschmeißern hier reingeschossen, ein bisschen, ne, Eiertechnik was gemacht. Musketen haben sich nach hinten orientiert. Wie viele Spieler sind noch im vorderen C-Bereich? Das sehe ich gerade so 4 Stück, also gut, ne, wenn noch der 5, da kommt der 5, gut, ein Drittel sind noch hinten, die anderen 10 sind wahrscheinlich hier hinten aufgebaut. Aber was ist jetzt der Plan? Ich finde das hier sehr, sehr smart, dass man sich einfach hier hinstellt. Wie gesagt, normalerweise crusht man das ja mit Artillerie, mit Mörsern, die dann wahrscheinlich hier in dieser Perspektive ungefähr sind, aber das geht ja nicht. Und hier wird auch Ananore schaut so ein bisschen nach. Und hier ist eigentlich das cool, hier ist eigentlich das Wichtige für den Verteidiger, passiv zu bleiben und den Gegner wirklich kommen zu lassen, in die Defense-Formation reinzulaufen. Und jeden hier im Blau natürlich geht jetzt hier los. Übrigens, Unit-Technik hat sich nicht signifikant irgendwas verändert. Jetzt werden ja auch die Kolosse rausgegraben. Sehe ich gerade. Dann hier drüben Wache mit Speer. Dann natürlich die Palastwache. Shenji ist auch dabei. Shenji ist hier ein bisschen. Oh, die werden gesniped. Und Senga hat wieder ein Goho. Diesmal Sephus Cray. Wurde ihn genau gehuttert, habe ich nicht mitbekommen. Wahrscheinlich Wurfspeeraktion irgendwo runtergefallen. Und mittlerweile wird jetzt hier oben der Highground ein bisschen contested. Da ist nicht so viel da. Hier sind die Fortebratius weg. Und das ist natürlich bitter, weil jetzt kann hier nämlich Eden sich einfach aufbauen. Reaktion noch nicht da. Die Reaktion kommt jetzt, aber unkoordiniert. Unkoordiniert. Die Fortebratius vorne sind in Position, während doch die Schilde noch nachrücken müssen. Mittlerweile wieder von hinten nochmal ein Tribok in die Backline. Ja, von links wird massiv aufgeraucht. Wie gesagt, ein Teil der Units kämpft hier gar nicht. Wache mit Speer bleibt hinten also stehen. Hier oben sind noch Shenjis. Die machen noch was. Mr. Cray geht in den Background. Noch 13. 13 zu 15 Helden für den Verteidiger. Aber jetzt kommt von hinten eine Charge-Flanke. Und die macht ordentlich Damage. Mittlerweile im Highground wird ja auch was angegangen. Aber gegen 3 Musketen und eine Axt machst du wahrscheinlich gar nichts. Unten wieder ordentlich Rambazamba. Es kommt auch die Kaff von Eden durch einfach den Haupteingang. Und Elias und Ananore geben alles. Werden aber hier von Sexy Kebab und Co. komplett aufgeraucht. Mittlerweile droppen aber die Verteidiger raus. Nur noch 7 Stück zu 13 Angreifer. Was geht hier noch für den Verteidiger? Was geht hier noch? Mittlerweile 12 zu 8. Und hier offener Schlagabtausch. Kolosse mit dem Schwert einfach everywhere am Start. Rasieren hier ordentlich rein, hier oben die Units, die sich zurückziehen, teleportieren sich raus, ohne abgefahren zu werden. Das ist noch Glück hier von dieser Perspektive. Noch 10 zu 9, also die Verteidiger kommen hier langsam wieder ran, heldentechnisch, unittechnisch, hier eindeutige Sache. Jetzt hat es aber nochmal ein paar erwischt und ich denke, ne, Team Elias stabilisiert sich hier. Ich denke, Team Elias hat sich hier ganz gut stabilisiert und das war mal eine Kategorie geiler Schlagabtausch. Und wir gucken mal ganz auf den Unit Lost Count. 360, 260, 270, 280. Wir haben ja gesagt, rund 70 Units Unterschied. Und das ist okay, ich denke, geil gemacht. Waren auf jeden Fall sehr viel Action drin. Und ja, die Schilde waren im Endeffekt auch Bait für den Cuff Charge, die sich da ewig nicht bewegt haben. Und hier drüben scheint es jetzt eine neue Situation zu geben. Wahrscheinlich ist das der Plan, diesen Supply einfach zu behalten, um neues Reinforcement zu holen. Das ist wahrscheinlich der große Gedankengang, damit auch die Shenjis nachzuladen und damit den Poke zu haben. Und mal gucken, was jetzt hier noch Eden macht. Eden hat sich wieder formiert. 15 Leute am Start, immer noch 12 Triebböcke am Start. Also da hat noch auf jeden Fall genug Action möglich, Triebböcktechnisch. Wir sehen hier natürlich kaiserliche Piken, Fortebratius und alles, was so ein bisschen was wegtanken kann, ist da. Auch die erstnächsten Shenjis sind da. Ich denke gerade eben, sehr, sehr viele Kolosse bei Eden verloren gegangen. Das kann man ja immer schlecht bewerten, wenn man bloß die Units so sieht, ne? Aber Kolosse, die können sich ordentlich aufbrechen, waren hier weg. Übrigens, Kolosse müssen Fortebratius fürchten. Das ist nicht so ungewöhnlich. Mittlerweile geht es hier in den Pog. Angreifer Eden formiert sich hier mit 800 Units, 8 Minuten 25. Auch hier scheint wieder der Intention reinzugehen. Senga überprüft das Ganze hier, Vasco auch. Und ja, gucken sich das Ganze an. Und auch hier oben im Highground. Dondolores versucht den Highground ein bisschen zu brushen als Kurzbogen, aber bringt nicht so viel.
Wieder das Laufe der Musketen. Overnight läuft hier durch. Lord Monke auch hinterher. Von hinten sehen wir schon wieder die Shen sich werfen. Gucken wir uns diesmal die Angreiferperspektive an. Und die baut sich jetzt hier auf. Gerade eben hat es einen Verteidiger zerrupft von Overnight. Und jetzt hier schöne Konkave vom Verteidiger wird aufgebaut von Rot. Aber die Forte Brachos sind schon am Start. Auch diverse Nahkampf-Units sind schon vorne drin und schnetzeln hier los. Von hinten fliegen Shenshis des Angreifers. Und jetzt kommt noch einiges vom Turm runter. Von hinten hier nochmal Lazy Imperator, aber wird aufgeraucht. 13 zu 11 und ich denke gerade Map-Control-technisch ganz, ganz gut gemacht. Auch hier hinten den Kaff-Charge aufgehalten. Eden hier am Eskalieren und C scheint jetzt hier gefangen genommen zu werden, eingenommen zu werden. Ich glaube, besseres wird. Ja. 8 zu 9, mittlerweile wieder 9 Verteidiger. Also hier geht's los, hier oben. Diese Shenjis und Wurfsperre wahrscheinlich auch ein wirklich guter Keypoint. Und gelingt jetzt hier nochmal jemanden das zu richten. Elias de Veggie, der Team-Captain, geht nochmal drauf, lässt sich da umpieken und wird wahrscheinlich jetzt zernichtet. Und nur noch 6 zu 5, 6 zu 8. Unit-technisch beide eben getroppt auf 550 rund. Und das war stark. Da sind, wie gesagt, gesehen, ne? Überall Eskalation und hier oben die Shenshis sollte man vielleicht noch mitnehmen, ne? Dass man die mit rausruckelt. Aber nimmt man jetzt das Zeitfenster mit? 10 zu 9 Helden? Wahrscheinlich eher nicht. Und wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, da habt ihr gesehen, wie koordiniert das teilweise war. Die Kaff-Charge aus dem Haupttor nochmal aufgehalten. Die war übrigens vom Verteidiger. Krass. Na, das war schon gut. Und mal gucken, wie sich jetzt hier das Spiel in den letzten 9 Minuten 20 mit 550 Units rund, ne, auf beiden Seiten nochmal ausgeht. Und wir sehen hier schon die erste Verteidigung. Noch 4 Helden tot. Also Rot wahrscheinlich hier. Team Elias mit ein paar mehr Death-Timern. Könnte man annehmen. Eden geht jetzt hier vor. Und ja, ich denke, es ist eine kluge Entscheidung, hier lang zu gehen. Kommt wieder das Slowfeld. Kurzbogen ist aktuell sehr, sehr gefährlich. Wahrscheinlich die gefährlichste Counterklasse für eine Muskete. Und ich denke, ja, das ist der Main-Push. Ist eigentlich sinnvoll. Hier vielleicht so 3, 4, 5 Leute. Und dass auch nicht gecounterpusht werden können. Und damit hier das natürlich Standard aufgebaut. Da muss man hier auf diese beiden Flanken achten, die einfach wirklich in der Regel nochmal eine Zangenbewegung für den Push bedeuten könnten. Müssen sie nicht unbedingt. Und gehen wir mal auf die Verteidiger. Was haben die hier alles dabei? Ja, die haben dabei Forte Brachos, Kaiser, Piken und noch genug Meat Shield, um auf jeden Fall noch ein bisschen durchzuhalten. Also hier muss auch nicht die Reserve angenommen werden. Es kam der Call für den Rauspush. Oh, guter Call. Also hier out of position, ne? 5 gegen 10. Und jetzt muss der Counterpush hier hinten kommen. Und der kommt noch nicht. Mittlerweile fliegt hier nochmal ein Drehbock rein. Und ich glaube, hier unten die Jungs halten das gerade noch nicht so auf. Es geht aber wirklich intensiv weiter. Und jetzt muss ich hier auch Team Elias zurückziehen. Also Rot hier wahrscheinlich mit too much Intention, ne? Natürlich der Call. Verständlich, ne? 7, 8 Mann gegen 5 könnte man machen. Nächste Drehbock fliegt. Aktuell 14 zu 14 Helden am Start. Von hinten kommt nochmal ein Kaff-Charge. Das sind hier die Kataphrakten und die machen hier einen guten Job. Die gehen bis zu durch. Bloodstory nutzt die hier perfekt aus. Hier gibt es nichts mehr und mittlerweile troppen die Angreifer raus. Also hier die Bewegung, der Go zurück, denke ich, ganz gut gelöst. Jetzt ist die große Frage, gehen sie hier noch daher? Ja, hier auch. Hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Helden am Start. Also alles geklärt. Und Ananore sagt sich hier, nein. Wir gehen weiter. Das ist ein bisschen mutig, bei 7 Minuten hier noch rein zu extenden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Respawner sind übrigens von C. Und Ananore lebt noch. Alex hilft jetzt hier. Die Kollegen kommen auch mit. Von hinten fliegt ein schöner Tribok. Und da kommt nochmal Lazy Emperor und er dreht ab. Hat den Tribok wahrscheinlich gerochen im Nacken. Und jetzt gibt es sogar einen offenen Schlagabtausch. Eden muss hier halten, ansonsten ist vorbei. Und wahrscheinlich kann sie es nicht halten. Da kommt jetzt hier der Charge rein. Nächste Tribok fällt und oder fliegt so rum und die nächsten Units fallen. Und ich denke, das tat weh. Nur noch Angreifer im Blau. Eden hier nur noch mit 180 Units. Elias hat sich jetzt hier einen riesen Vorteil erarbeitet mit 290 Units, ein 100 Unit Lead
mit 6 Minuten gegen, ist denke ich in Ordnung, 6 Triebböcke noch. Die Base ist aber schwierig mit Triebböcken anzugreifen. Es gibt hier wirklich nur bedingte Spots, zum Beispiel hier hinten. Ansonsten eher schwierig, vielleicht noch hier oben so minimal. Und wenn jetzt Team Elias hat Overextended, 7 Helden gegen 15. Was ist denn da passiert? Oh mein Gott, gibt sie das Comeback vom Comeback vom Comeback. Eden nutzt natürlich jetzt die Chance. Nächste Down, 8 Helden gegen 14. Was sind da? Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Und ich denke, Eden macht das jetzt. 9 Helden. Und da wird sich Rot ärgern, wenn es jetzt wirklich durchgeht. Von hinten kommt nochmal Fotobrachos, Wurfsperre, aber das ist wirklich gegen die Überzahl auch an Helden. Die machen auch ordentlich Damage. Sind jetzt hier keine, ist ja keine Laufkundschaft. Und boah, das ist so bitter. Gelingt jetzt hier doch noch Eden mit weniger Units. Okay, mittlerweile haben sie wieder mehr Units. Da kommt nochmal ein Charge, aber der wird aufgehalten. Und jetzt wird es hier, wie gesagt, Deathmatch. Deathmatch zugunsten für Eden 15 gegen 7. Tribok fliegt auch noch. Oh mein Gott, ist das bitter. Oh. Nächste Tribok. Von hinten wirklich gedacht hier. Lazy Emperor. Und alle versuchen auf den Spawnport zu kommen. Und jetzt gelingt gerade hier Mr. Chalk. Und es kommen die Counter-Fricks rein. 11 zu 6. 11 zu 6. Nächste Tribok fliegt. Jetzt müssen hier die Leute rausgenommen werden. Kurzbogen hier, Keyplayer. Der muss was machen. Oh, da kriegt ein Tribok ab. Von hinten, Ghost X versucht's, geht rein. Holt sich Plot Story da, kann's dodgen. 9 zu 6. Deathmatch am Start. Unit-technisch scheißegal. 40 gegen 60, das ist komplett wurscht. Und es scheint jetzt hier doch noch der Ausgleich zu kommen. Es scheint wieder, dass sich der Verteidiger aufgrund des besseren Spawns hier fängt. Was ist das für ein Startgame? Und ja, der Verteidiger hat sich gefangen. Ei, 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 ei. Unglaublich. Nameo versucht es natürlich hier, aber gegen 4-5 Leute an der Backe. Machst du nichts. Sexy Kebak auch drinne. Und OBS Donolores versucht es auch. Und ja, damit werden sie rausgewischt. Krass. What the hell? Also. Also. Kleiner Fail, ne? Dass man quasi da nochmal in die Situation kommt, aber mit 7 zu 15 Leuten zurückgekämpft. What the fuck? Wie geil. Stark gemacht, natürlich, vom Verteidiger da im Endeffekt. Bin gerade sowas von Buff. Unglaublich. Also, unglaublich. Rikonopolis hier nach 3 Minuten, das ist wurscht. Übrigens, Eden kann auch gewinnen. Es ist ein Deathmatch. Eden kann noch gewinnen. Die Frage ist, wann kommen die Spieler wieder? Oh mein Gott. 15 gegen 15 Deathmatch. Wer schon mal Deathmatch gespielt hat, 10 gegen 10 Deathmatch mit Randoms ist schon Katastrophe. Wenn es 15 gegen 15... Muss man aufpassen, dass nicht zu viele aufs gleiche Ziel gehen, muss man sagen, das ist ja wirklich der Kunst dann, dass immer nur so 2-3 Mann auf ein Ziel gehen. Weil sonst kommt die Flanke und kriegen sie Bonusschaden von hinten und ja, Eden versucht es nochmal. Ist ja logisch, gegen 22 Units, da greift man natürlich an. Und es geht hier direkt drauf, Urugrei wird aber angegangen, könnte aber wegrennen. Nächste Tribok fliegt hier noch, Vasco gelingt der erste Kill gegen unseren Kurzbogen. Gegen Biggie, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Nächste Tribok fliegt, auch Counter-Fracks kommen jetzt hier rein. Und ja, ich denke hier ordentliche Intermezzo auf dem Spot. Mittlerweile 13 Helden zu 8. Was ist denn hier passiert? Eden räumt auf. Oh mein Gott. Eden räumt auf. Deathmatch König Eden. Oh mein Gott. Ich bin sprachlos. Ugai, versuch's nochmal an Anora auch noch auf dem Spot. Last Man Standing. Death Timer sind wahrscheinlich jetzt auf eine Minute bei den meisten Spielern. Da wird nichts da kommen.
Mr. Tok versucht's. Das ist ja unglaublich. Die Gray ist noch da. Uruguay rennt ab. Gray geht nochmal auf den Sport. Die Gray war wahrscheinlich One-Shot. Und damit gewinnt Eden. Was denn? Gratulation. WTF. Herzlich willkommen zum Match Nummer 2 zwischen hier Blame Elias in Blau mit 1100 Units gegen Eden mit 1200 Units rund. Eden führt hier mit 1:0 in einem packenden ersten Match. Und mal schauen, was hier die Jungs von Blau, der Angreifer, diesmal machen. Ich denke, Standard steht natürlich an den Artillerien, an den Bombarden. Und ballern hier rum, so gut wie es geht. Der Verteidiger sollte hier natürlich versuchen, Zeit zu schinden. Es geht ja teilweise wirklich um Sekunden. Und ja, auch hier scheint nicht wirklich die Intention zwischen A oder für A und B da zu sein. Und das ist okay. Das ist komplett okay. Es ist halt einfach wahrscheinlich nicht im Competitive-Bereich haltbar, A und B gleichzeitig zu verteidigen. Es gibt halt so viele Angriffsflächen. Und deswegen sagt man sich in der Regel hier in diesem E-Sports-Bereich, hey, komm, wir ziehen uns zurück auf C. Und meistens wird C, wie gesagt, hier verteidigt in diesem Bereich. Das könnten wir heute noch, ja, vielleicht doch nicht sehen. Wir haben halt keine Map mehr Regionopolis drin, ne? Laut meiner Kenntnis. Und ja. Scheint aber beliebter zu sein, dass man hier nochmal ein bisschen hält und hier Units wechselt. Ich meine, das kann man leicht verteidigen, ne? Foto Bratius, Wache mit Speer. Vielleicht noch irgendwas, was wegtankt, ein, zwei Helden. Ich denke, ja, kann man machen. Und mal schauen, was sich jetzt hier die Jungs von Elias überlegt haben. Mr. Craig geht schon mal hoch. Und gucken wir noch mal ganz kurz nach. Haben hier irgendwelche Spieler auf Musketen gewechselt vom Angreifer? Nein. Eine Muskete. Also hier wird wahrscheinlich schnell, relativ schnell der Push kommen. Verteidigertechnisch auch nur zwei. Drei Range lassen. Ist okay. Es gab ja schon mal so die Idee mit 6, 7 eine Musketen zu spielen. Wir gucken uns mal die Verteidigung hier von Eden an. Eden jetzt hier in Rot. Und ja, Wurfspinne fühle ich. Hier wird der Highground nicht so besetzt wie gerade eben. Team Elias hat ja den Highground sehr, sehr stark besetzt. Was ich gut finde, ne, um da besser wirklich wirken zu können. Auch teilweise einen versteckt und dann wieder rausgeholt. Und jetzt sind hier auch schon die ersten Claimers für die Mauer. Wahrscheinlich ziemlich, ziemlich stark. Drunter Loris fällt hier runter. Bravo geht hinterher. Aber da kommt sofort, ne, der Peel der Nahkampf-Teammates. Ist in Ordnung. Die Breche ist hier noch nicht noch nicht abgeschossen. Da muss man eigentlich noch einen abstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Team jetzt hier die Breche aufmachen will. Wahrscheinlich ist das Teil des Plans, die Breche zuzulassen. Ist ein bisschen angeditscht. Und ja, der Plan ist, wir gehen mal mit Helden los. Also jetzt hier 6, 7 Helden am Start. Jetzt wird immer mehr hier oben. Und ohne Units deutet eher so auf so, ne, so Mindgame hin. So Kategorie Treebox setzen, Kategorie gucken, was der Verteidiger macht, wie er reagiert. Ausmanövrieren, so in die Richtung geht das. Was laufen hier für Units lang? Okay, Kolosse mit einem Skin. Und ich wäre dafür, dass man ja Skins im E-Sports allgemein deaktiviert. Das ist für die Zuschauer angenehmer und auch für das, ne, für das Team angenehmer, ne, für die Spieler. Aber gut, kann ich alles haben. Und wie gesagt, ich denke hier wirklich die Baiten. Also Plan ist zu erkennen. Elias fliegt runter. Was ist das denn? Ah ja, gecheckt. Die opfern sich wahrscheinlich für den Tribor. Und versuchen jetzt hier die Engstelle zuzumachen. Aber da kommt der Engage. Doggos von den Verteidigern. Und die von den Angreifern. Und aktuell wird hier gecapped. 12 zu 13. Biggie hat ja richtig viele gekillt. Scheint gerade sehr solide hier. Und von hinten kommen jetzt endlich ein paar Spieler vom Highground runter. Die nächsten Shenshis kommen runter. Und aktuell hier Positioning zugunsten des, ja, würde ich sagen, des Angreifers. Was soll hier? Starker Push.
Ne, diese die Mauerfall-Jungs da mit dem Ultimate, um das zu blockieren, hat funktioniert. Ne, Fallobst-Taktik hier von Blau war gut. Eden geschlagen. Aufgeräumt. Jetzt kann man hier noch effektiv traden. Respekt an diese Idee. Ne? Und natürlich zieht sich jetzt hier Rot zurück. Und wir gucken mal, wie mit Lost Count. Kann sich sehen lassen. 170 zu 300. Ja, das sage ich ja. Hier ist nichts mehr. Ne? Alles aufgeräumt. Und habe ich so noch nicht gesehen. Aber man lernt ja nicht aus. Okay, lass uns überraschen. Was wäre jetzt hier nächster Step? Jetzt die Frage, ist jetzt hier der Verteidiger, sind die jetzt geschockt? Unit-technisch ist noch alles im Rein. Ja, die können noch genug machen. Positioning-technisch ist das ja auch noch nicht verloren oder sowas. Ne? Verteidiger ist schwer zu knacken. Ist ja kein Random Siege-Battle, ne? Wo dann meistens hier vorne Artillerie aufgebaut wird und dann oder Falkos. Ne? Also hier muss wirklich im Nahkampf die Position erkämpft werden. Und was ich angesprochen habe, hier diesmal, ne? Die Defense drinne. Ne, also das ist ganz, ganz wichtig hier, diese Torbögen auszustellen, auszupolstern mit Units, damit die, ne, damit man nicht einfach so reinrennen kann, damit die Flanken ein bisschen was haben. Übrigens noch nach dem Triburg noch 12 Stück. Und ja, geil. Was ist das hier? Okay, da sehen wir auf jeden Fall diverse Kolosse und Mandaus drinne. Also wirklich hier Nahkampf only. Und jetzt mittlerweile hat hier aber der Angreifer nochmal gewechselt. Mittlerweile sehen wir hier zwei Range-Klassen. Und wahrscheinlich, ne, von der Piki oder Nodashi oder whatever gewechselt. Und ja, gut, gut gemacht. Guter Aufbau. Jetzt hier 14 Minuten 22 für den Endpunkt. Und ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ne, hier oben Matt X versucht hier wahrscheinlich immer zu scouten. Schaut's aus. Die Kaffflanke wird vorbereitet. Defense-technisch, wie gesagt. Hier gerade alles am Start, Standard, hier hinten Eierwerfer und Range-Units. Dass sie versteckt werden, ist klug, ne? Damit einfach der Angreifer sich nicht drauf einstellen kann, damit er wirklich über das Überraschungsmoment kommt, damit die vielleicht nicht von der Flankierklasse Pike, Speer oder sowas angegangen werden können oder auch ein Kurzschwert oder Hammer, ne? Dass die wirklich dadurch agieren können. Und jetzt hier erstmal so ein bisschen Geplänkel, es wird noch mit Drehböcken gearbeitet. Lord Monke haut mal wieder einen raus. Mal gucken, wo er hier hinfliegt. Was er gesagt hat, ja, das will ich treiben. Hier hinten, alles klar. Meistens ist es in dem Poke immer so, dass ein Langschwert dabei ist. Bei den Jungs von Rot sehe ich das Langschwert nicht. Bei den Jungs von Blau sehe ich das. Jetzt geht's hier rein. Ach du Schande. Der Push kommt. Die hintere Flanke ist noch nicht in Bewegung. Die kommt jetzt hinten links. Der Torbogen bewegt sich. Overnight General Reap. Von hinten schmeißen die Shenshis. Und jetzt geht's hier ordentlich rein. Blood Story und Sephus Grey versuchen hier auszurasten. Von der Seite kommt hier Kaff rein. Es kommt Kaff rein und es geht hier ordentlich ins Gemetzel. Aber aktuell die Defense scheint zu halten. Wird diese Ecke hier geklärt? Das ist die große Frage. Hier die Jungs setzen ganz gut nach. Von hinten ist wieder Shenshis drin. Und ja, gerade eben scheint der Hut. Oh nein, hier brechen einmal die Units durch. Einmal durchgebrochen. Und wurde gut was weggemacht. Und auch die Ecke wurde geklärt, wie es ausschaut. Und Team Elias ist hier ein bisschen am Vorrücken. Aber die andere rechte Ecke, jetzt von unserer Perspektive aus gesehen, ist noch stabil. Hier ist noch alles drin. Und die Kataphraks waren wirklich eine gute Option. Elias geht hier rein, Jolot irgendwo hin. Wahrscheinlich auf Key-Units, wahrscheinlich auf so Eierwerfer oder Sachen, die stoppen. Und da würde ich sagen, das war jetzt gerade ein gutes Comeback hier von Eden. Ein gutes Unit-Comeback von Eden. Misak ist hier wahrscheinlich tot. Und ja, hat's erwischt. Und aktuell noch 6 Spieler am Start. Und das war solider Hold hier von den Jungs. Gucken wir nochmal auf den Unit-Loss-Count. Ja, jetzt wieder even. Ne, vorher haben wir uns vor ungefähr so 100 plus Unterschied zugunsten des Angreifers. Jetzt hat hier Rot ordentlich aufgeholt. Und ja, da mal gucken. Für solche Fälle braucht man in der Regel wirklich Flammenwerfer gebannt, Falkos gebannt. Ja, was können wir noch nehmen? Eierwerfer oder Shenshis? Schwierig wegen diesen Torbögen hier. Ne? Wo willst du da hinschießen? Und vielleicht sollte man sich überlegen, vielleicht hier reinzugehen dann. Ja, damit man ein bisschen besser agieren kann. Es gibt jetzt noch 8 Drehböcke und 11 Minuten 30. Und ich denke, die Zeit wird jetzt auch gebraucht.
Zelt wird auch gebraucht. Und mittlerweile alle wieder am Start. 15 gegen 15. Hier die Musketen pocken halt. Das sollte man, ist halt standard. Man könnte auch überlegen, ob man einfach hier diesen Tunnel pusht, ne, und dann einmal cleart und dann den Turnaround macht. Und jetzt geht's hier wieder rein. Es geht wieder rein. Komplett reingejolot, ohne Units, wie es ausschaut. Bravo haut hier den Triborg raus. Und von der anderen Seite, ja, es geht hier auf die Key-Units. Also, YOLO-Move ohne Units auf die Key-Units. Und das scheint zu funktionieren. Oh, richtig stark. 7, 8 Mann einfach hier in die Backline. Natürlich werden die jetzt aufgeraucht. Aber ohne Units ist das ja wurscht. Boah, ist das die neue Meta? Im Competitive-Bereich, mal ohne Units auf Key-Units gehen. Ne? Die restlichen Units alle hier unten, da wird nichts passieren. Und jetzt müsste man nochmal die Vorher-Nachher-Show machen. Ja, ungefähr 70. Vielleicht so rund 70, plus minus, 5, sagen wir mal 50 erwischt. Und wenn das der Eierwerfer waren, Shenshis waren, dann denke ich ja. Starke Idee. Also, Team Elias hier überrascht mich heute sehr stark. Mann, haben sehr, 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 sehr starke Ansätze. Ja. Und ja, jetzt geht's wie gesagt gleich nochmal los. Wie gesagt, ist ja kein CBL-Modus. Einige Maps heute sind in der CBL. Das werden wir aber vorher sehen. Das liegt daran, weil die nicht anders da sind. Ja. Zum Beispiel Grasland Sturmangriff geht nur CBL. Ja, das ist ja die Cider-Map. Aber jetzt erstmal hier zurück zu Regenopolis. Und ja, da wird es nochmal hier aufgebaut. Und ja, fand ich eine sehr, sehr smarte Idee. Wir gucken mal nach, was hier das erste Problem ist für Team Elias. Ne? Das hier, die Diätenverteidigung mit Wurfsperren. Und sehe ich da Getreue drin? Nee, sehe ich nicht. Das sind hier quasi Piken und wahrscheinlich irgendwelche Palastwachen. Ja, das sind Palastwachen und geht's weiter. Und diesmal, wie gesagt, keine Flächeneffekte mehr da. Die Frage ist, gibt's noch Eierwerfer? Gibt's noch Eierwerfer für die Jungs von Eden? Weil die brauchen sie. Die sind Teil, um einen Push aufzuhalten. Wenn da kurz zwei, drei Units brennen und sich nicht bewegen können, kann das schon manchmal Positioning-technisch der Key sein. Overnight hier ganz gut am Nerven. Musketenspieler können das halt, ne? Das ist einfach deren DNA drin. Und hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Also wir können es wirklich kompakt hier drauf fokussieren. Und jetzt geht's wieder los. Der YOLO geht los. Mr. Lama bei Alex hier am Scouten. Und jetzt müssen wir nochmal die Kamera drehen. Und es geht jetzt erst hier in diese Ecke. Madaus wieder am Start auf die andere Ecke. Wird auch reingegangen. Ich versuche es ein bisschen einzufangen. Und ich denke, die rechte Ecke scheint hier gehalten zu werden, während die linke Ecke auch hält. Ja, ganz, ganz schwierig. Von hinten kommt nochmal Kaff rein. Die muss hier wirklich flankieren. Und links scheint doch gestoppt zu werden mit Fotobrachos. Hier aber noch die Madaus am Start, Pepator und Madex am Start. Lias de Vecchi auch vorne dabei. Hinten hier die Kaff drinne. Wurde aber aufgehalten. Wird jetzt komplett zerrupft. Unit-technisch droppt hier der Angreifer gerade nach unten. Aber heldentechnisch noch even. Und jetzt kommen hier die Units wahrscheinlich vom Haupttor. Und die werden jetzt auch mit in den Kampf geschickt. Mittlerweile hier die Gasse immer noch am Start. Da habe ich nochmal Wurfsperre gerade fliegen gesehen. Aber jetzt hier Mr. Sexy Heber geht's an Kragen. Hier kommt nochmal gut eine Palastwachen-Charge rein. Geht auf jeden Fall gut in die Forte Brachos. Von hinten kommt nochmal hier wieder ein kleiner Advance. Und wieder pieken. Und die machen hier gerade alles kaputt. Der nächste Tribock fliegt. Und Team Elias muss sich hier zurückziehen. Haben nur noch 300 Units und werden jetzt hier komplett aufgeraucht. Und Eden kennt jetzt hier keine Gnade. Rot jetzt hier mit einer soliden Verteidigung. Und jetzt ist die große Frage, gibt es hier vielleicht nochmal, ne, wieder das Overcommitment, was wir gerade eben schon mal gesehen haben. Scheint nicht nur Ananore hier auch nochmal ewig am Leben. Und ja, krass, würde ich sagen. Krass. Also, läuft. Läuft für die Eden-Jungs hier. Und jetzt auch 300 gegen 400 Units, 3 Triebböcke. Und
Ich traue mir gar nicht, bei diesem Matchup zu sagen, jetzt ist der eine im Vorteil, aber ich mache es trotzdem. Ich würde jetzt Eden im Vorteil sehen mit 140 Units mehr. Und ne, auch den ganzen Death-Time im Hintergrund, wahrscheinlich teilweise jetzt schon bis zu einer Minute. Ich glaube, ab 3 oder 4 Deaths ist es eine Minute. Und müssen wir mal schauen, was hier noch so am Start wäre von den Units, von den Angreifern. Verteidigertechnik sehen wir auch. Ne, sind noch, ist noch genug da. Ne, also genug auch gute Units. Speziell mit Dorfpatrouille sowas ans Rechnen. Und ja, hat jetzt hier ein Team Elias noch einen Trumpf. Haben die noch einen Trumpf? Also hier abgeprallt zweimal. Ne, die Defense zu stark, zu solide. Ich weiß es nicht. Müssen sowieso auf 15 Mann warten, ne, sonst brauchen sie gar nicht losrennen. Wenn man mit 14 gegen 15 kämpft, das ist ja so. Gibt ein bisschen Zeit verloren, aber ich glaube, Zeit ist ihr geringstes Problem. Units ist hier das größere Problem. Und ich glaube, Maddox versucht hier einfach, einen Gegner einzusperren. Das ist ein bisschen verbuggt, das Tor, wer es nicht weiß. Den kann man da nicht aufhalten, aber trotzdem eingesperrt. Und ja, es kommt nochmal. Also eine andere Option gibt es auch nicht wirklich. Nicht wirklich. Und wie kann man das knacken? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich auch mit Kaiser pieken, mit Vodebracius die eine Seite wegblocken und die andere Seite wird gepusht. Irgendwie sowas. Ich denke, die Shenjis des Gegners haben sie ganz gut rausgenommen. Nur Don Dolores hier wieder am Nerven als Kurzburg, macht da einfach stark. Und ja, jetzt kommt hier schon, wird schon die erste Kaffflanke angedeutet. Die Kaffflanke. Hier sind wieder eine Dorfpatrouille plus X und auch wieder dieser Gang, den ich angesprochen habe, ist wieder besetzt. Und Bloodstory rastet hier schon aus, aber er rastet alleine aus. Die Teammates sind noch in der Findungsphase oder er wurde einfach zu einem für eine bestimmte Unit reingeheatet. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Von hinten kommt die Kaff und die wird aber gescoutet und aufgeraucht. Ghost X hier mit einem Play-Versuch, aber eigentlich unnötig. Wie gesagt, hier ist ja alles safe. Und da sind noch mehr, also hier Vasco und Hita Samak versuchen es auch. Und jetzt geht es hier nochmal links. Links, diesmal wird das hier rechts ignoriert und links geht es hier komplett rein. Haben gerade gecallt, 4-5 Felden sind nicht da. Also hier nochmal der letzte Push, wahrscheinlich der letzte Hoffnung. Und von der Seite kommt nochmal eine gute Palastwachenflanke rein, unten bei Lord Monke des Verteidigers. Oben Lama de Grey versucht alles, gibt alles overnight, haut ihn da um und aktuell fallen hier auf jeden Fall ein paar Helden von den Angreifern. Nur noch 11 Stück zu 14 und ja, auch die nächsten Pforte kommen und die machen so viel auch Heldenschaden. Und ich denke, das ist jetzt hier geblockt. Noch ein bisschen hier Bad Mannered von Eden. Bisschen unangebracht, meiner Meinung nach. Und ja, ich denke, damit ist es vorbei mit 96 Units gegen 250. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Und schade. Und damit lege ich mich fest, Eden gewinnt hier die Map Rikonopolis. Und ich muss sagen, der erste Punkt, der war glücklich, das Spiel Nummer 1 war glücklich, aber Spiel Nummer 2 war doch hier schon sehr, sehr solide verteidigt. Vor allen Dingen auf dem Endpunkt, da ist nichts angebrannt. Das war wirklich stark, ne? Stark gemacht. Und ja, damit 2-0 in Führung. Und ja, jetzt müssen wir hier quasi nur noch die, es gibt jetzt zwei Optionen, entweder Team Elias lief, ne, dann haben die Verteidiger auch gewonnen. Oder die spielen auch ein bisschen weiter, so Mindgame-technisch, vielleicht den Gegner mal fördern oder sowas. Nur irgendwie rausbaiten, da muss man gucken, wie man das macht. Wie gesagt, Minute Death-Timer wahrscheinlich, das heißt, wir werden das ab einer Minute wieder sehen. Und ja. Der Admin hier macht das, kann das Spiel übrigens nicht dicht machen, es gibt nicht irgendwie so einen Aufgabe-Button. Das wäre nochmal toll, ne, wenn man sagt, hey, mit 6 Units, mit 62 Units gegen 200 plus X, ne, wahrscheinlich nicht möglich. Und ja. Und die ersten liefen jetzt, wie gesagt, das ist wahrscheinlich, geht schneller. Ne? Mein Mr. Tok versuchte noch Bravo auch. Aber was wollen sie machen?
Haben noch zwei Triebböcke, die könnten jetzt fliegen, aber selbst die werden das Zepter nicht mehr rumreißen. Was noch passieren könnte, vielleicht ein Disconnect bei den Feinden, in dem Fall von den Verteidigern, aus der blauen Perspektive. Aber sonst geht hier nichts mehr. Aber ich muss sagen, Team Elias, hier geile Pushes gemacht, gutes Commitment. Es ist einfach ein positives Zeichen, wenn ein Team pusht und, sage ich mal, 12, 13 Spieler sterben dann auch wirklich. Das heißt wirklich, jeder ist reingegangen. Und es wird noch ein bisschen unten aufgeräumt. Aus der Eden-Perspektive könnte man sagen, will man jetzt hier noch den Angreifer demoralisieren? Ich denke ja. Ich denke, das sollte man machen. Man will ja quasi, Spielenplatz 3 möchte man ja auch was machen. Möchte man ja auch haben. Gibt auch ein bisschen Subrovins hier im Hintergrund. MyGames hat sich da ein bisschen mit reingefunden. Und von daher gesehen verstehe ich das schon, dass man hier jedes Mittel nutzt. Ja. Und man sieht hier einfach ganz gut Mr. Tox so mit der Pike gespielt. Ne? Dash nicht direkt gleich hinterher, macht noch den Sidestep und dann hast du den Dash. Und letzten 18, 15 Sekunden und dann ist Rigonopolis verteidigt und würde ich sagen, geil. Ne? Gutes Spiel insgesamt. Qualität ist halt sehr, sehr hoch. Das ist vorbei. Rot gewinnt. AKA Eden gewinnt. Eden hier zum 2:0. Gratulation aber auch an Team Elias. Starkes Gameplay von beiden Teams. Und herzlich willkommen hier zu Game Nummer 3 zwischen Eden in Blau und natürlich den Team Playmelias in Rot. Und wir sind hier die Map La Grande Croix, die neue Season Map. Und ja, ich denke hier die ersten guten Treppen, der erste Trepp wurde schon gesetzt, hat nicht so viel erreicht. Und auf der linken Flanke kommt jetzt auch überall die Sachen raus. Heieieiei. Und mittlerweile hier die erste Flanke. Man kann sich hier zurückziehen. Es gibt einen Safe Area. Und hier wird versucht, so gut wie es geht, Counter zu spielen. Aber und hier wird der erste Charge angegangen. Und der erste Spieler stirbt. Pepator hat es erwischt. Von hinten ist Wurfsperre und Forte unterwegs. Aber Forte gegen so viele Flanken. Was wird's da machen? Nicht viel. Von hinten kommen auch wieder hier Amiga Lancer in die Wurfsperre rein. Und natürlich wird sich jetzt hier mit Haut und Haaren gewehrt. Aber aktuell schaut die Taktik sehr, sehr, sehr stark aus. Und da kommen auch die Frags jetzt. 4, 5 Frags nacheinander. Der erste Triebock fliegt. Oh mein Gott. Unit-technisch. Hier gerade Desaster. Desaster. 400 Units zu 200 Units und jetzt könne sich theoretisch einfach Rot zurückziehen und jetzt das Spiel von neu starten und sie hätten den fantastischen Unit Lead und hätten fast nichts verloren und das... Wow! Wow! Ich zittere leicht. Geil! Ne? Zyniker würden es vielleicht sagen, es war gerade ein Blitzkrieg gegen die, auf der Franzosen-Map, aber wir wollen hier nicht so weit uns aus dem Fenster lehnen. Und ich würde sagen, wir gucken es mal an. A wird fallen gelassen, denke ich, eine gute Idee. Und dann auf B sich einzubunkern. Und dann nochmal zum Schluss, vielleicht hier mit Kaff und so zu kommen. Mal schauen. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Rot, Team Elias hier. Und ja, guckt euch das an, was hier alles rauskommt. Alles Infanterie, ein paar Shenjis hier dabei, wieder ein paar Lastwache. Also hier einiges am Start. Und jetzt natürlich hier ganz solide genommen A. Aber das wurde ja auch, durfte man auch nehmen. Und jetzt ist immer die Frage, macht man hier die Brücke einmal kaputt oder nicht? Ich werde mittlerweile sogar sagen, als Angreifer die Brücke ganz lassen, damit man ein bisschen Pressure hier reinkriegt, weil sonst die Brücke wieder aufzubauen, das ist nicht so leicht, wenn da irgendwelche Arkebusiere stehen. Die interrupten euch, also unterbrechen euch. Und jetzt gibt es hier noch den nächsten Push hier Richtung Osten. Overnight ist hier ein bisschen am Overextenden. Wahrscheinlich liegt das an seinem Namen. Und ja, hier kann man relativ gut eigentlich die Brücke vorbereiten. Und Eden wahrscheinlich
Schweden wahrscheinlich hier mit der Idee, über, ne, über den Fluss zu gehen, ist ganz lukrativ, weil es Triebwerkgebiet ist. Man darf ja nicht vergessen, man kann auch theoretisch hier lang. Ne, aber das ist nur mit Fußvolk möglich. Das ist der kleine Manko. Also man kann hier unten lang mit Fußvolk und dann hier hinten reinpressern. Ne, also Infanterie. Und hier die Treppe hier zu timen, die Brücke hier zu timen, dass die kaputt geht, ist eigentlich, sollte eigentlich Standard sein. Ne? Dass man dann wartet, bis die Gegner drauf sind und kaputt macht. Deswegen fliegen hier auch die Treps da drauf. Und im normalen Siege-Modus, wo nach Artillerie gestellt wird, ultra ätzend. Mittlerweile hat sich aber auch die Jungs hier von Rot, Team Elias, ganz gut aufgebaut. Hier gibt es irgendwo einen Mörser. Wurde der mittlerweile genervt? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe den auf jeden Fall nicht. Doch, da ist er. Dieser Mörser ist hier eigentlich Keypoint. Da muss man aufpassen, ne, dass man das hier zum Beispiel nicht frisst. Und ja, jetzt wird sich hier so ein bisschen aufgestellt. Alles nach dieser Flagge, links davon, quasi so, wo ich jetzt lang gucke, Triebwerkgebiet. Triebwerkgebiet, mega ätzend. Und mal schauen, was sich jetzt hier Eden einfallen lässt. Ich denke, die müssen erstmal den Schock verdauen. Aber Eden ist natürlich auch, ne, das ist quasi keine, ne, das ist quasi keine Laufkundschaft, schon ein Profihaus. Und mit guten Spielern, die werden wahrscheinlich, ne, sich einen Plan machen. Unit-technisch, wie gesagt, profitiert immer noch, ne, Rot hier von den Kaff. Kaff Start, Kaff Opening und General Re sollte hier aufpassen. Man kann hier runter droppen, ist instant tot. Nochmal aufpassen und ja. Was ist der Plan? Ne. Wahrscheinlich ist B über den Low Ground relativ smart zu pushen mit Kombination von hier, so, ne, so ein Zwei-Zangen-Angriff. Und aber das ne, müssen die Taktiker selber entscheiden. Gibt hier wahrscheinlich noch mehrere Ansätze, die wir alle gar nicht auf dem Schirm haben. Und mittlerweile jetzt hier der Push Advance Richtung Standard, würde ich sagen, ne, hat sich herauskristallisiert, das da lang zu pushen. Sehr, sehr attraktiv ist, wie gesagt, hier Triebwerkgebiet everywhere. Und noch 10 Traps am Start. Und damit könnte auch das Comeback möglich sein. Also ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Map ist persönlich sehr, sehr angreiferfreundlich. Und ich muss mal schauen von hier hinten. Okay, alles klar. So, Minimap scheint im Bug zu sein. Ich sehe hier hinten zwei Spieler. Oder zweimal rot und ich weiß nicht warum. Ich denke, es ist ein Bug. Und das lasst euch davon nicht irritieren. Ich denke nicht, dass da noch Spieler stehen. Also vermutlich alle 15 Mann hier oben so grob aufgeteilt. Und ja. Jetzt geht's hier rein. Hier ist eigentlich ein perfekter Shenji-Spot. Die können hier über die Treppe schießen und hier ein bisschen reinpoken. Aber gegen Helden willst du es wahrscheinlich auch nicht. Was macht jetzt Eden? Wahrscheinlich gleich der ersten Driebock schmeißen. Und Ghost Axe hier mit dem Trap Call. Sollte antizipiert werden. Das sollte einer vorne stehen, Ananore, und der Call sofort. Wahrscheinlich ist das so die Idee, Ananore, der Caller für den Trap. Gut durchdacht, muss man sagen. Wie gesagt, Team Elias hier wirklich sehr, sehr stark heute. Und Perform, auch wenn sie 2 zu 0 hinten liegen. 10 Minuten 13 noch, der hier drüben Misak ist eigentlich out of position. Den könnte man mal nebenbei abfrühstücken mit 3-4 Helden. Und hier gibt es noch Urugai. Es sind einfach nur Scouts, wenn ihr euch wundert, was machen die da? Ja, die scouten halt. Und wieder nächste Trap auf B. Und jetzt baut sich hier langsam Eden auf. Die müssen natürlich selber ihre Flanken verteidigen. Die wissen nicht genau, wie viele Spieler wo sind. Das heißt, die sind auch hier flankenanfällig natürlich von hinten. Hier relativ schnell ist vom Spawn da. Und das seht ihr auch schon. Ne? Die Kaff-Flanke ist schon da. Mittlerweile sollte ich rumgesprochen haben, dass hier die Axt Ugurai der Kaff-Spieler ist. Und ja. Jetzt wird hier langsam vorgegangen. Und jetzt seht ihr auch, ne, die Jungs sind im Triebwerk, sind jetzt im Triebwerk-Safe-Gebiet. Drüben, der Mörser ist nicht mehr benutzt. Es sind hier 3 Mörser. Eigentlich schade. Und nächste Trap fliegt. Der wird nicht so viel machen. Ist eher so ein optimistischer Trap. Wenn da ein Schuss ankommt, ist das schon 4 oder 2. Ja, 3 Stück werden angekommen, aber die sind auch ein bisschen noch sonst wohin geflogen. Hier sind die ersten Namkams, die hier ein bisschen arbeiten. Von hinten wurde abgesichert und es sind noch Eierwerfer am Start.
Und jetzt versucht Misak hier ein bisschen zu nerven und ist jetzt hier out of position und wird jetzt wahrscheinlich von drei Spielern angegangen. Müssen sie aufpassen, weil hier kommt die Kaff-Flanke, die lauert nur drauf. Mittlerweile wird hier aber auch nach und nach vorgepressured. General Reap hier mit einem ungewöhnlichen Gameplay. Schildwall nicht als Schildwall da zu haben. Der Tank defft quasi nach hinten gar nichts weg. Aber wahrscheinlich war das der Core-Geber ein bisschen vor, poppt ein bisschen irgendwas. Und jetzt kommt der Misak wieder von hinten am Nerven. Und das ist ganz, ganz gut, weil dadurch können, zieht immer drei Spieler auf sich. Und wahrscheinlich will er baiten hier für den Kollege Kaff. Und ja, wird sich hier nochmal lang gezogen. Was steht eigentlich in der Defense? Da kommt nochmal ein Trap rein. Aber eher mau, ne? Zwei Stück. Und wurde wieder gut gecallt. Also hier zwei gute Caller am Start. Und hier ganz, ganz viele Kolosse. Die Forte Pratio ist noch nicht in der 1 aktiviert, damit die einfach schneller relocaten können. Wenn ihr euch wundert, warum die so dastehen, einfach nur Thema Relocation. Übrigens, Falconettis könnten da oben rausschießen aus diesem Haus. Und jetzt kommt der nächste Trap. Und jetzt geht's hier rein. Von hinten Shenjis. Und hier fliegen die ersten Palastwachen gegeneinander. Lama bei Alex. Hier noch auf dem Spot. Hinten natürlich die Kollegen am Start. Und jetzt kommt hier auch Urugai, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Versucht hier wahrscheinlich wieder aufzuräumen. Er wurde nicht gescoutet. Und er macht das hier richtig, richtig stark. Und jetzt kommen nochmal Shenjis von oben hinterher. Aktuell 12 Verteidiger, nur noch 11 Verteidiger. Aber ja, ist jetzt hier eben wirklich so krass im Team-Push? Ist das der Team-Push-Vorteil? Nein, hier kommen die Counter-Frags rein. 13 zu 12. Und ja, Misak hat es auch erledigt. 8 zu 13. Und jetzt ist hier wahrscheinlich gerade ein Problem. Und Anore muss hier nochmal flüchten. Kämpft nochmal auf dem Spot. Mr. Cray versucht es auch, ein bisschen Zeit rauszuschinden und direkt wird hier auf die Base gepusht und jetzt kommt quasi der Nachteil der Map, nämlich jetzt wieder Triebwerkgebiet für den Verteidiger und aktuell schaut es ganz gut aus hier für den Angreifer. Eden im Blau, aber Unitechnik immer noch der massive Lead, also wenn jetzt hier die Trades kommen, wenn man irgendwie gegen den Gegner traden könnte, dann sollte man das hier immer noch verteidigen können und ja, 14 zu 13, müssen sie aufpassen, nächste Trap, der macht nichts, der ist safe und hier geht es nochmal mit der Kaff rein, aufgepassen hier wieder, ne? Katafragen aktuell in die Meta geschiftet, merkt man einfach, massiv, ne? Wurden einfach massiv reingepusht und die nächsten holen sich die Units, der Laufweg zum Supply ist für beide Teams exorbitant lang. Man muss aufpassen, man kann hier natürlich als Angreifer hier hochgehen, die Treppe hochgehen und dann hier wirklich blockieren und stressen, muss man aufpassen. Rauspushen kann man nicht wirklich als Verteidiger, weil da Triebwerkgebiet ist und Thema Triebwerk, noch einer am Start. Wenn jetzt die Experten von dem Team mitgezählt haben, dann sollten die wissen, ey, wir haben noch einen Triebwerk, so viel passiert nicht mehr. Und ne, aber nein, Eden sagt sich nein, wir machen das gar nicht, wir gehen ja nach links lang, wollen unseren koordinierten Push haben, da sind wir einfach stark und das kann man ja bestätigen, habt ihr gerade auf B gesehen. Das ist einfach eine ihrer größten Stärke, koordiniertes, kompaktes Gameplay. Und jetzt geht's hier rein, wie gesagt, Triebox safe, aber so viel Triebwerke fliegen nicht mehr, 8 Minuten, 22 und manchmal gibt es hier immer so, ne, so eine Charge, die dann hier reingeht und Pressure hat. So ein bisschen mit Sperren oder sowas. Und da geht auch Kaff lang, Amiga Lanza und sowas. Kein Problem für die Treppen. Und jetzt hat sich hier Eden wieder aufgebaut. Wir sehen hier natürlich wieder Äxte. Wir sehen hier auch auf jeden Fall irgendwelche Bogenschützen. Die sehe ich nicht Bogenschützen. Was sind denn das für Units? Hier hinten scheint Kolosse zu sein. Also ganz, ganz viel Meat Shield auf jeden Fall. Hier sind die Shenjis. Die habe ich gesucht. Also nochmal einmal Shenjis am Start. Und ihr seht schon, ne? Diverse Flankenbewegungen machen sich hier bereit und Captain OBS wird ihr wahrscheinlich gleich mal gucken. Jetzt gibt es hier den ersten Mini-Schlagabtausch. Bloodstory hier mit einem coolen Move kann man sich abgucken. Ne? Guckt hier quasi über die Map, was so los ist. Ich meine, ne, das kann man auch von unten machen, aber ne, vielleicht nur so für später, um da einfach die Shenjis auch werfen zu lassen. Und genau, hier kam gerade der Counter-Shenji-Wurf. Dann hat er einfach an die Kante oben gezielt, wer es nicht weiß. Das geht auch. Und 7 Minuten und die Sache ist die, eigentlich müsste versuchen, einerseits hier natürlich die Jungs von Rot zu traden, weil die einfach mehr Units haben,
Andererseits ist die Position zum Traden ultra verteidigerfreundlich. Würdest du wirklich eine Defensivposition reinpushen? Wahrscheinlich eher auch nicht. Ne? Und hier drüben wird immer noch ein bisschen geguckt. Hier sind nochmal ein paar Shenjis. Wahrscheinlich können wir noch mit Shenjis hier rüber schießen. Müsste man mal testen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und ja, die große Frage ist, wann kommt das Go? Umso länger der Go hinausgezögert wird, umso schwieriger ist es natürlich auch zu traden, weil dann wahrscheinlich nur ein, zwei Situationen sind. Und dann ist es vorbei und jetzt kommt hier der Go. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie hier die Positionierung ist. 6 Minuten 30, ein bisschen wurde schon gecapped. Und hier noch keine Schildwelle-Information. Die Piken gehen hier einfach mal konkret rein. Werden auch von Pepator und Co. angegriffen. Da kommt ein schöner Charge. Von hinten kommt wahrscheinlich gleich die Flanke. Ein bisschen dauert das hier unten, geht schon oben nicht rein. Von hinten fliegen nochmal Eierwerfer von Rot rein. Und jetzt hier offener Schlagabtausch. Wir haben hier zwei Kampfszenarien. Ich würde sagen, hier unten ist es erstmal noch even. Hier drüben würde ich sagen, ja, da gewinnt nach und nach Eden die Oberhand. Das heißt, die könnten gleich von hinten kommen. Da muss Misak aufpassen, muss er den Turnaround machen. Und da kommt schon hier Overnight, geht rein, versucht was zu machen. Nameo auch am Start, aber wird aufgehalten. Der nächste Charge kommt hier ran. Nächste Charge von unserem Kaff-Spieler von der Axt. Und der hat ein bisschen was aufgehalten. Aktuell 13 zu 13 Helden. Und Biggie jetzt hier hinten. Der ehemalige Kurzbogen auch wieder mit einer Kaff-Flanke. Und das sollte jetzt hier einiges töten. Wird aber komplett weggestunt. Aber Elias hilft seinen Kollegen natürlich auch. Sexy Kebab geht auch rein. Aktuell droppen hier aber die Angreifer raus. Die Angreifer kommen raus. Diverse Kaff-Flanken setzen sich hier doch nach und nach durch. Und Elias der Veggie versucht hier nochmal wegzukommen. Macht das auch natürlich hammertypisch. Mit einfach dem Wegrennen-Skill und jetzt hier wieder Ausgleich. Unit-technisch übrigens natürlich der Vorteil für Rot, der jetzt hier nochmal zur Geltung kommt. Aber jetzt hier im Deathmatch haben wir ja schon gelernt, ist Eden einfach eine Wucht. Ist einfach Eden eine Wucht, also blau und aktuell 9 zu 12. Und jetzt muss aufpassen, dass hier Rot nicht wieder overextendet. Theoretisch könnten sie nochmal neue Units holen. 4 Minuten 44, ein Tribok noch für den Angreifer und. Lord Monke geht vor, Sevus Grey geht vor, aber die sind da alleine. Die sind da alleine. Jetzt kommt hier der Rest von Schützen fest. Und die gehen rein. Pepator wurde von einer Nora gecrappt und rausgetragen. Während jetzt hier drüben auch wieder Mercenary angegangen wird. 1 gegen 3, wahrscheinlich Eisenseite ausgelaufen. Und da ist er tot. Da ist er tot. Und mittlerweile jetzt hier am Start, wahrscheinlich erstmal Luft holen und nur noch 10 Angreifer gegen 14 Verteidiger und boah, was ist hier los? Also was ist hier los? Und ich kann euch sagen, was los ist. Wahrscheinlich Party und richtig, richtig gutes Gameplay und jetzt macht sich gerade wirklich der Unit-Unterschied, der jetzt da ist, ist aufgrund der Kaff-Charge-Aktion von Anfang an da. Wäre das nicht gewesen, hätte das Eden irgendwie gecheckt oder auf dem Schirm gehabt, wahrscheinlich hätten sie jetzt schon das Game gewonnen. Aber so ist noch alles heiß. Und so sehe ich auch den Verteidiger natürlich im Vorteil. Mehr Units, alle Spieler am Start, 3 Minuten noch, dann kann man auch mal ein bisschen drauf tanzen auf den Punkt. Man kann so kalkuliert, eine Minute braucht man zum Cap, wahrscheinlich, ne, so grob. Und mittlerweile hier Bravo wieder mit der nächsten Flanke, auch mittlerweile auf Speer gewechselt. Mad X hier am Rumgurken. Bloodstory hier wieder nur am Scouten. Wahrscheinlich auch zur Kategorie, ne, wie viele Eierwerfer sind da? Wie viele sind noch Shenjis da? Ne, solche Informationen sind ja wirklich auch für die Leute wichtig, die in die Backline gehen. Ne? Auf was muss ich achten? Ist da überhaupt was ich anjubeln kann? Ich gehe natürlich nicht in die Backline, wenn da nur Kolosse stehen. Da bin ich ja selber tot. Also, jetzt kommt sie aber nochmal zum letzten, wahrscheinlich finalen Clash. Misak hat hier Ghost Axe ein bisschen getriggert. Aber jetzt kommen ja schon mal die ersten Units vor. Die werden einfach weggefrühstückt. Mittlerweile neues Positioning von hinten. Overnight muss aufpassen. Setzt den letzten Tribok des Spiels. Captain OBS hier mit dem letzten Tribok des Spiels. Und der sollte eigentlich nichts passieren. Pepator fällt hier runter. Und da kommt der Trepp. Der Trepp war stark. Der Trepp hat nochmal ordentlich was gemacht. Senga holt Ananore weg. Und jetzt muss man hier aufpassen. Hier aktuell eigentlich kein Stress.
Kein Stress für Rot, aber Rot versucht, sind halt aggressive Spieler, hier reinzugehen, den Engage zu finden, mit Noala hier drüben aufpassen bei dieser Situation. Ja, da wurden sie wahrscheinlich zurückgepfiffen. Die drei, vier Spieler versuchen das. Mr. Tok kommt raus. Kommt raus, aber Sexy Kebab setzt hinterher. Die Klefe des Todes auf Doom wird aber aufgehalten. Mittlerweile aber auch Blame Elias hier in Rot. Geht jetzt nach links lang. Und Blood Story holt sich Sänger. Aktuell nur noch ein Level 44, 200 Units, 78 Units für den Angreifer. Und natürlich jetzt hier der Schlagabtausch. Von hinten fliegt nochmal Wurfspirre. Und Asimak versucht hinten nochmal ein bisschen rumzuwirbeln. Eine gute Pike natürlich, aber jetzt hier der letzte wahrscheinlich große Clash, der noch überhaupt möglich ist mit 150 zu 66 Units. Heldentechnisch sind da viel, viel mehr da. Aber von der Seite fliegen immer wieder Wurfsperre rein. Die sollten jetzt Heldenkills fokussen. Und hier ist natürlich Hydra drinne gewesen als Axt. Und natürlich rauskristallisiert. Und nur noch 9 Angreifer am Start. Und da kommt nochmal die nächste Unit. Und ich weiß es. Eden ist geschlagen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, sehen wir hier nämlich noch eine vierte Map. Und mega gut. Mega gut. Und Gratulation hier schon mal an die Jungs von Rot. Einfach stark performt. Und diesmal auch nicht overextended oder sowas. Und boah. Da ist das. Ist das knapp. Wieder 0 Units. 26 Units so rum gegen 118 Units. Boah. Ne, wie gesagt, Keyplay wirklich hier vorne gewesen. Hier vorne wurde der Sieg eingeläutert mit 200 Unit Lead. Krass. Und dann ging es ja Richtung A. Ne, B wurde dann halt slowly, aber sehr souverän genommen von Eden. Und dann hier hinten offener Schlagabtausch. Und besser getradet in dem Fall, wo sie halt noch mehr Units hatten für den Verteidiger. Und ich denke, es war ein tolles Match. Und wir sehen jetzt übrigens nochmal die Rückrunde. Nice! Gratulation an Team Elias hier für ein verdientes 2 zu 1. Also eine Map geholt. Natürlich auch Gratulation an Eden. Gute Partie. Herzlich willkommen zu Spiel und Match Nummer 4 zwischen Blame Elias hier in Blau und Eden in Rot. Und als erstes fliegen hier schon die Traps auf die Brücke und instant wird hier in den Low Ground gepusht. Achtung, da ist eine Kuhle. Da könnte man schon mal gefangen sein. Und sofort hier die Treppe kaputt. Also hier, ne, Push mit Mivo. Und wo geht's hier lang? Die gehen hier unten lang. Geht's hier etwa hier in den Tower rein? Hier steht einiges. Also hier lang zu pushen, ne, ist nicht wirklich der Plan. Ist nicht wirklich der Plan. Aber hier wird noch Captain OBS abgefangen. Nein, wurde aufgehalten. Hier geht's auch lang. Übrigens, Kaff kann hier nicht hoch. Kavallerie kann hier nicht hoch. Ah, immer noch gar nicht genommen. Es geht hier einfach wahrscheinlich ins unkoordinierte Reihen. Von oben fliegen hier schon die ersten Shenjis nach unten. Oder Eierwerfer sind das, glaube ich. Vielleicht auch beides. Und wird hier zurückgegangen. Und sehr, sehr abenteuerliche Idee hier. Wird auch langsam gekappt. Ah, und ich denke, zeittechnisch hier nichts verloren. Straight nach vorne. Finde ich gut. Ein aggressives Opening. Ne, die Brücke zu treten, damit einer runterfällt, denke ich, war in irgendeinen diversen, ne, Testmatches, ne, wahrscheinlich herausgefunden worden. Und jetzt wird ja versucht natürlich die Brücke wieder aufzubauen und geht es auch direkt hinten rein und ja. Immer noch am getaggt werden, gibt es hier irgendwie Units drin. Wir gucken mal gemeinsam hier rein und ups, ich kann hier nicht durch die Textur, okay. Das wusste ich jetzt nicht, ja, hier kommen wir rein. Ja, hier geht's und ja, Shenshis. Kolosse und wie gesagt, die Brücke ist ja kaputt da vorne, also müssen sie einfach noch nach hinten orientiert arbeiten. Hier gibt es diesen berühmt-berüchtigten Mörser, der einfach sehr, sehr gut ist, ne, wo Bravo dran steht und der jetzt wirklich signifikanten Schaden machen kann. Und ihr seht einfach auch, der, ne, Don Dolores versucht, wurde einfach abgestellt, um diesen
ne, um diesen Mörser da kaputt zu machen. Also hier ein gutes Tool, ein Kurzbogen gegen diese Sache. Ne, ob das überhaupt noch Kurzbogenreichweite ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall kann er ihn da ohne Probleme anschießen. Und jetzt gefällt mir sehr, sehr gut, wo sich Eden hinzieht. Ich denke, hier ist auch eine sehr, sehr starke Tribox-sichere, ne, Position. Und was wird jetzt hier aber Team Elias machen? Team Elias könnte natürlich jetzt hier profitieren und einfach die hier vorne ignorieren und hier hinten die letzten 3-4 Leute wegmachen durch quasi mehr. Und das wird auch gemacht. Hier wird quasi Vasectomie angegriffen mit ihrem Langschwert. Da wird wahrscheinlich mehrere Waffen dabei haben. Don Dolores versucht hier zu helfen, aber nun geht nicht. Und jetzt wird sich hier aufgebaut und jetzt muss einfach durch die Relocation, muss jetzt einfach aber auch Eden reagieren. Und wenn jetzt Team Elias auf Zack ist, gehen sie einfach wieder zurück. Gehen sie einfach wieder zurück und bauen jetzt normal auf. Einfach nur den Gegner zwingen, quasi sich zu bewegen. Und weil man kann sich einfach nicht aufteilen. Und das mache ich, gefällt mir sehr, sehr gut hier. Die Rotations sind am Start. 5-6 Spieler hier, 5 Spieler in der Mitte. Wenn die jetzt abgefangen werden, das wäre schon bitter. Aber aktuell scheint hier eher das Gegenteil zu sein, nämlich... Ich habe das Gefühl, jetzt hier Team Elias geht jetzt hier in die Zangenbewegung rein und oder ne, geht freiwillig da rein in die in diese Sache. Und jetzt kommt der nächste Tribok, der Sony Tribok, der scheint ganz gut zu sein. Wird der antizipiert, ist die Frage. Mittlerweile hier gibt es noch eine Flanke von hier hinten. Also jetzt hier großes Kampfszenario von hinten, gut aufgeräumt, aber Sexy Kipper kennt hier der erste Kill. Uruk rastet hier aus, Lazy Imperator, nächsten Frags und aktuell droppt hier aber doch schon der Verteidiger signifikant nach unten. Also Kaff, Flanke hier perfekt antizipiert, übrigens Base kann nicht gekappt werden, B muss noch eingenommen werden, aber stark, stark, also richtig, richtig gut gemacht. Unglaublich, dass diese Kaff-Flanke hier nicht gesehen worden ist oder irgendwas. Nur die wurde komplett ignoriert. Da sind zweimal Kaff-Charges durchgegangen und die haben natürlich dann gut aufgeräumt. Hier mit dem Trieber gut gesaunt. Stark. Also Team Elias hier wirklich, ne, am 2:2 sehr, sehr nah dran. Unit Lost Count könnte man theoretisch gucken, aber ist gerade noch zu spannend, weil jetzt geht es hier quasi auf den Endpunkt. Nächste Tribok natürlich in die Standardecke. Das ist alles Tribok anfällig. Hier versucht Mad X eine Flanke zu aufrechtzuerhalten. Muss aufpassen. Ist vom Team isoliert, ne? Er kann ja nicht flüchten. Und wenn das gesehen wird, versteckt sich noch ganz gut. Wurde nicht von Blauer gesehen. Aber jetzt könnte hier gleich mal in die Flanke kommen. Mad X natürlich dann mega, mega gut. Bonusschaden von hinten. Hier wird auch ein bisschen rumgeeiert von hinten. Bloodstory wieder mit der nächsten Flanke hier. Oder? Nein, doch nicht. Rennt einfach nur durch die Gegend. Wie ein Verrückter. Und Team Elias baut jetzt hier wieder seinen Vorsprung aus. Kriegt auch Position-Technik immer mehr dazu. Und wieder nächste Kaff-Flanke, die hier reingeht. Verbindung mit natürlich Palastwache. Also hier wird gerade Eden ordentlich Volley genommen. Aber ist noch am Stabilisieren. Also 12:12. Hier drüben ist auch ein bisschen was. Da kommt nochmal nächste Tribok in die Engstelle und der hat ordentlich gesessen. Und wie schaut es jetzt hier aus? Der letzte Defense wird langsam angegangen, aber nein. Ich denke, hier hat Eden auf jeden Fall noch Potenzial. Aber jetzt kommen die Leute von der rechts, von der rechten Flanke und jetzt geht sie wieder auf die Mütze. Nur noch 9:6. Und wie gesagt, Verteidigertechnik, Tribok. Es ist halt einfach Katastrophe, die Map in dieser Hinsicht. Und Sexy Keeper macht hier von hinten ein bisschen Rami-Demi, aber wird nicht viel bringen. Die Kaff von Team Elias ist hier einfach aktuell sehr, sehr stark. Jetzt kommt die Counter-Kaff, Ghost Axe hier mit der Counter-Kaff. Und ihr seht einfach die Idee dahinter. Ne? Nimmt einfach, drückt die 2 und charged mit dem Speer einfach nach Buxtehude. Und dann versucht er alles damit zu töten. Und aktuell 13:7 und der Cap läuft. Ich sehe keinen Eden-Spieler in der Nähe, Panzer Gary und natürlich auch der Kollege Lord Monke halten auf und damit 2:2. Wow. 2:2. Krasse Aktion. Herzlich willkommen zu Match Nummer 5. Hier das Decider zwischen Eden in Blau und Team Elias in Rot. Und ihr seht jetzt hier schon, die erste Idee ist von, ne,
Team Elias, die Jolon auf C und wahrscheinlich A. Was ich gerade angesprochen habe, diese Ideen sind da. Die ganzen Kurzschwerter sind hier aber in die Mitte und versuchen B natürlich so lange wie möglich aufzuhalten. Hier die ersten Frags ist gefährlich. Und wird hier schon mal einer angegangen, wird auch sterben. C wird natürlich genommen, A wird aber auch genommen. Also A hier nicht möglich zu nehmen. Von hinten stürmen hier die Madaus ran. Wenn ihr euch gerade wundert, wo sind die gerannt? Mit der 3 können die rennen. Der Charge nach vorne ist egal, ihr braucht den Charge nicht gegen Kavallerie. Wird Monke hier mit einem schönen Stun für A. Und mittlerweile scheint der Core gewesen zu sein. Ey, komm Leute, wir taken A, aber... Ich denke, Ghost X wird hier oben helfen. Na, Meo versucht auch nochmal zu intercepten. Von hinten und unterbrechen. Von hinten kommt jetzt hier nochmal Kaff. Und das ist ein Vorreiter plus nochmal Vorreiter. Da muss man aufpassen. Nächster Spieler ist hier down und der Core wahrscheinlich geht zurück. Mittlerweile wird hier aber auch auf B massiv angegangen. Aber noch sehe ich hier ein paar stabile Units von Rot. Blau mittlerweile jetzt hier auf dem Vormarsch auf B. Aber ihr merkt es gerade. Oben der Punkt geht zugunsten. Ghost X hier gerade mit einem Keyplay. Der Punkt hätte nicht fallen dürfen. Und das weiß er natürlich auch. Wenn der Punkt fällt, geht es Richtung A. Auf A jetzt die erste Base Defense gespawnt. Mittlerweile auch die Spieler von hinter B auch Richtung B gerannt. Und der zweite geht jetzt hier rein. Aktuell habe ich das Gefühl, die Trades sind aktuell ein Ticken besser für Rot. Aber ich kann es nicht genau überblicken. Unit Count übrigens 1100 zu 9, zu ungefähr 1000, also 100 Unit Lead hier für Eden. Und nächste Spieler sterben hier raus. 11 zu 13 Helden hier am Start für Rot. Aber B ist noch gehalten. A wird jetzt genommen. Und mal gucken, was jetzt hier das Reinforcement ist. Mittlerweile Vasectomy und General Reap hier am Start am rauspushen. Ja, counterpusht Captain OBS hier ein bisschen out of position. Und jetzt geht es hier wahrscheinlich Richtung B. Übrigens, die Intention von Eden, also von Blau nach C zu gehen, kommt jetzt erst. Das könnte den Teuer zu stehen kommen. Mittlerweile hier eine große Force, große Armee auf B von den Jungs in Elias. Und aktuell droppen wirklich immer mehr Helden raus von Eden. Eden hier nur noch mit 9 Helden am Start. Jetzt wird B für A getauscht. Das ist im Endeffekt auf lange Sicht super für das eine Team. Wenn sie übrigens bei 100% bleibt, gewinnt das Team, was am Ende 2 Punkte hat. Und Unit-technisch jetzt hier nochmal ein Charge rein. Und wieder Ghost X, hier einer der Spieler, der versucht es auf seinen Senga auch. Und ihr seht hier einfach, wie hin und her gekampft charged wird. Also B hier gerade der Dreh- und Angelpunkt. Und B, wenn B genommen wird übrigens, dann ist hier erstmal vorbei. Dann werden hier die ersten Punkte genommen und 10 gegen 15 Spieler. Und jetzt droppt die Base. Die Base droppt und immer noch nicht C eingenommen. Da deffen einfach 2 Spieler hier hinten weg. Wahrscheinlich versteckt hinter einem Haus. Und jetzt geht Sexy K-Pop nach oben und versucht jetzt natürlich für C zu helfen. Aber wahrscheinlich zu spät. Wahrscheinlich zu spät. Ne? Und natürlich helfen jetzt auch die Jungs von B mit. Also B wahrscheinlich jetzt erstmal stabilisiert. Und Eden jetzt gleich auf 60% Base. Sexy Kebab holt hier Mr. Cray runter. Alex ist jetzt auch down, aber jetzt geht's hier rein. Die nächsten Bravo und Missionary gehen drauf. Gary kommt auch hinterher. Heieiei. 50%. Ist das jetzt hier der Hattrick? Leute, ist das hier der Hattrick? Wieder wird nochmal interrupted von Bravo. Und Biggie ist jetzt auch da. Es geht einfach nur darum, C zu interrupten. Noch 30%. Von hinten kommt nochmal eine Flanke und die wird auch wieder interrupten, wenn es weiter so geht. Ah, Ururai kommt rein, ja, wird interrupten. Und Mr. Chock 20%. Eden hier mit dem Rücken zur Wand. Auch wenn sie es jetzt noch halten sollten. Unit-technisch beide relativ even jetzt. Und letzten Prozente, aber der nächste ist da. Lama the Cray ist da. Und auch der kann interrupten und damit setzt sich hier Team Blame Elias
in einem packenden Spiel oder einem packenden Matchup zum Platz 3 durch. What the fuck? Gratulation! Team Elias hier! Stark gespielt, stark performt, aber krass.